Moinsen, Sportfreunde! Hier am Start mit Finn. Wir haben beide schon das Handy hier, weil wir den neuen Trainingsplan in der Hand halten. Und zwar haben wir begonnen vor der Corona-Zeit im Winter damals mit einem Ganzkörperplan, alternieren 3 Einheiten die Woche plus Cardio-Training. Ja. Mit verschiedenen Übungen pro Einheit, deswegen der Punkt alternierend. Hat geklappt, war aber komplett ein Anfängerplan, so, ne? Um Einstieg zu finden, um erstmal so ein bisschen Muskelstruktur aufzubauen, da reinzukommen. Dann ist Corona voll reingeflankt, so. Wir haben versucht, das zu retten mit einem Homeworkout-Plan, was so einigermaßen zumindest beim Überwasserhalten geholfen hat, ja. Dass das nicht komplett ist, wieder aus dem Ruder gelaufen ist. Und jetzt wollen wir natürlich, und da schließen wir auf den Ernährungsplan an, natürlich vom Körpergewicht noch mal ein bisschen runter, mindestens 5-6 Kilo, aber nicht über das Runterhungern, sondern über eine zusätzliche Einheit, bei der wir neben dem Kalorienverbrauch auch noch sozusagen die Schwachstellen ein bisschen verändern beim Training. Wie gesagt, jetzt vom Ganzkörperplan schließen wir jetzt auf einen Dreier-Split. Eigentlich einen relativ klassischen Push-Pull-Beine-Plan. Das heißt, Push-Pull-Beine heißt in dem Fall Brust und Schulter. Pull ist dann Rücken und Bizeps und dann Beine halt nochmal gesondert. Aber 4 Einheiten die Woche. Das heißt, du musst dich jetzt gar nicht an diesen 7 Wochentagen aufhängen, sondern du hast jetzt 3 Einheiten A, B, C. Und wir gestalten deinen Trainingsplan so, dass wir Einheit A haben, Pause, Einheit B, Pause, Einheit C, Pause und dann wieder von vorne beginnt mit A. Das heißt, du bist, wenn du mit A wieder beginnst, bei 4 Einheiten in der Woche, bei einem Dreier-Split und dann verschiebt sich das von Woche zu Woche natürlich um einen Wochentag immer nach vorne. Aber du hast 4 Einheiten, also sprich einen höheren Kalorienverbrauch durch das Training plus Schwachstellen, die wir halt hier gesondert bearbeiten. Was waren deine Schwachstellen, so wo wollten wir drauf gehen? Schulter und Rücken. Schulter, Rücken, also einmal diese Haltung, aufrechte Haltung. Schultern einfach, weil wir einfach oben ein bisschen breiter werden wollen, den Latt ein bisschen aufbauen wollen, um einfach auch ein bisschen mehr die Form in den Körper zu gestalten und einfach auch bei gewissen Übungen einfach stärker zu werden, wie beim Bankdrücken, wo halt die Schulter auch der größte Mitspieler ist, um da reinzugehen. Und deswegen gehen wir das mal hier durch. Wir haben von der Zeit 60 bis 90 Minuten das Cardio jeweils bei mindestens 2 Einheiten im Anschluss, 20 Minuten. Kannst auch bei jeder reinhauen, ja, solltest du aber machen. Ich habe hier die neuen Pläne aus der Fitnessanleitung hier für dich mit aufgebaut. Hier sind immer die Farben sozusagen gekennzeichnet pro Muskelgruppe. Das heißt, wir fangen hier an mit einem Flachbankdrücken, Langhantel für die Brust. Bei der Brust sind wir bei 6 bis 12 Sätzen, ja, vom Volumen her. Das heißt, auch durch den Dreier-Split natürlich jetzt der Punkt Volumen. Das heißt, du hast jetzt plötzlich viel mehr Sätze und Wiederholung pro Muskelgruppe. Sonst hattest du ja immer nur 1-2 Übungen pro Muskelgruppe, so maximal. Jetzt hast du 3 bis 4 Übungen pro Muskelgruppe, um auch das Volumen hochzusetzen. Mhm. Also die Satzanzahl, um einfach über das Volumen die Muskulatur mehr auszupowern und um Aufbau zu generieren, sozusagen. Flachbank drücken, ja? Hier auch im Bereich 8 bis 10 Wiederholungen. Dann gehen wir gleich zur Schulterübung, Military bzw. Overhead Press, kennst du ja schon. Ja. Einfach die beste Assistenzübung, um auch bei der Brust stärker zu werden. 10 bis 12 Wiederholungen. Dann hauen wir Trizepsstrecken rein, also sozusagen Brust-Trizeps am Kabelzug. 2 Sätze mit 10 bis 12 Wiederholungen, Schrägbank drücken, um auch hier nochmal die Schulter ein bisschen mitzunehmen. Dann haben wir ein Schulterdrücken, Kurzhantel nochmal zum Ausbauen. Du siehst schon, allein durch die rote Farbe, wir haben gleich 3 Übungen sozusagen für die Schulter drin und haben da schon 8 bis 16 Sätze teilweise. Also da haust du schon richtig rein. Ja? Hm. Am Ende nochmal ein Trizepsrücken, Assetstange in grün ist die Trizeps Muskelpartie angegeben und dann nochmal ein Seitheben. Ja? Das wäre die erste Einheit, die wir dann auch in dem Video wieder durchgehen. Das heißt, auch in den kommenden Videos gehen wir mal jede Einheit durch, dass ihr auch eine Veranschaulichung habt zu den Plänen, wie das halt abläuft. Zu einen oder anderen Fragen. Hast du bei den Fragen irgendeine Übung, irgendeine Frage? Oder ist es erstmal so eindeutig für dich? Es ist eindeutig nur das SZ-Stange. Oh, SZ-Stange hast du bestimmt mal gesehen. Ja. So sieht das aus. Ne? Ist halt wie so ein S-förmig, ein bisschen gebogen. Ist fürs Handgelenk teilweise angenehmer und sieht dann für den Trizeps liegend halt so aus. Ich demonstriere das mal. Alles im Video dazu, ja? Kennst du ja. Schon mal gesehen. Ah, so. So, okay. Genau. Das ist die SZ-Stange, ja? Hat nichts mit SZ-Scheiben. Kennst du die oder S-Dinger, diese Schokodinger, die du aufs Brot legst? S-Schokolade? Habe ich auch immer noch gedacht. Nee, aber wie gesagt, da das Volumen erhöhen,
bei der ersten Einheit vor allem für die Schulter Fokus drauf. Du siehst ja tatsächlich mehr Schulterübung als Brustübung hier, ja? Mhm. Um einfach da auch die Schultern zu stärken, um einfach die Form reinzukriegen. Und die Übung gehen wir sowieso nochmal dann in den Einheiten durch in den nächsten Videos. Dann kommen wir zur zweiten Einheit, die Einheit B, Fokus auf den Rücken. Auch hier wieder ein bisschen mehr, also wirklich drei Übungen für den Rücken, wo wir ein bisschen mehr Volumen reinkriegen als in einem Ganzkörperplan. Also hier auch für mich ganz wichtig, dass du dich dann mal an die Klimmzüge rantraust mit weniger Körpergewicht. Das ist auch ein Ziel, was du haben musst, mit deinem eigenen Körpergewicht irgendwann arbeiten zu können. Wenn du noch ein bisschen Gewicht verlierst, kannst du auch irgendwann deine 10 Klimmzüge machen. Mhm. Und dann müssen wir jetzt anfangen, mal anzusetzen mit so einem Gummiband als Unterstützung, dass du auch bei den Klimmzügen dann stärker wirst. Auch jetzt bei den Bodyweight-Übungen einfach jetzt mal so ansetzen, gucken, dass du auch deinen Körper mehr spürst, mehr auch wirklich deinen Körper einsetzen kannst. Ne? Wenn dann irgendwann das nächste Corona oder Pandemie kommt, kommt das wirklich zugute für dein Home-Training, dann kannst du auch mal einen Handstand-Push-Up machen und solche Geschichten. Mhm. Also, dass du auch wirklich da mehr Flexibilität bei der Übungsgestaltung hast, um deinen eigenen Körper einzusetzen. M-Rap heißt sozusagen as much repetitions as possible. Das ist Englisch. Ich finde, das kommt so aus dem Calisthenics oder CrossFit. Das heißt, so viele Wiederholungen, wie du schaffst, halt mit der Unterstützung. Ne? Da wirst du wahrscheinlich erstmal 3-4 Wiederholungen schaffen und dann machen wir da 3 Sätze und dann kannst du aber auch alternativen Latzug jetzt machen, wenn ich jetzt erstmal noch nicht dabei bin, wenn wir noch nicht filmen, dass du erstmal da keine Fragen hast. Da kann man wechseln. Aber das heißt, gewöhnlich an Klimmzüge, da müssen wir jetzt angreifen, Bodyweight-Training. Langhantelrudern, auch mal eine neue Übung einfach. Das heißt, vorgebeugtes Langhantelrudern, einfach da mal eine neue Übung reinzubringen, die auch ein bisschen komplexer ist. Seal Rows ist einfach eine Übung, die du mit Kurzhanteln in dem Fall gestalten kannst. Da liegst du eigentlich relativ so horizontal auf der Bank und kannst schön in Dehnung gehen. Mhm. Zeige ich dir auch, kann man aber auch schräg einstellen. Hast du, glaube ich, auch schon mal gesehen. Bizeps Curls SZ-Stange, da haben wir wieder SZ-Stange, Kabelzug und Reverse Flies, fliegende, ist rot in dem Fall, weil es für die hintere Schulter ist. Ne? Es ist der Schulter zugeordnet, weil es im Fall der Fälle die hintere Schulter ist, aber ich trainiere mal die hintere Schulter am Rückentag, weil es auch ein Zug, also Pull ist ja der Name, Zugbewegung ist. Und da auch mit dem TRX endlich, dass du auch dein eigenes Körpergewicht da wieder ein bisschen mehr mit einbringst, anstatt es mal an der Maschine zu machen, wie wir es bisher hatten. Mhm. Ja? Also da auch eine kleine Umgestaltung, nehmt viel mehr Volumen, auf die Schwachstellen gehen, plus Bodyweight, eigenes Körpergefühl jetzt stärken, indem du auch die Übung mit reinbringst, das ist so der Fokus bei dem Trainingsplan. Dann haben wir noch einen Beintag. Du hast ja massive Beine, aber das heißt lange noch nicht, dass du die richtige Kraft hast. Ne? Genau. Auch da müssen wir natürlich die Masse in Kraft umwandeln und auch hier einfach mal gucken, dass wir bei den Kniebeugen bei Einheit C stärker werden. Ja? Dann auch durch diese weiteren Beinübungen wirst du natürlich auch dann am Ende wieder beim Kniebeugen stärker. Das heißt, indem du auf bestimmte Partien der Beine stärkst, hilft dir es am Ende auch wieder allgemein bei den Kniebeugen stärker zu werden, weil du einfach stabiler stehst. Mhm. Du wirst nicht mehr so schnell mit den Knien nach innen fallen, weil auch gerade dein Kniebereich hier dann auch gestärkt wird. Ne? Das heißt, auch gerade so Übungen müssen wir natürlich ein bisschen kontrollieren, auch beim Beinstrecker, dass da keine Schmerzen irgendwie entstehen. Mhm. Aber auch aufgrund, was war das nochmal genau für eine Verletzung? Meniskus. Meniskus war das, ne? Angerissener Meniskus. Da hilft natürlich ein gezieltes Beintraining auch, um mit Muskulatur einfach dein Knie zu stärken und zu stabilisieren. Und da können wir auch hier den Fokus noch ein bisschen drauflegen. Ansonsten hier rumänisches Kreuzheben. Kennst du auch, oder? Rumänisches Kreuzheben. Also da holst du dir eine Rumänin, die sich die Sätze daneben und die Nein, natürlich nicht. Beim bulgarischen Splitspot musst du auch nicht nach Bulgarien fahren. Also das ist, zeige ich dir dann die Übung, ist alles nicht so schwierig. Beinstreckerbeuger waren, also ich glaube da, ja, Bulgarian Split Squats kennst du sogar, ne? Ja. Das sind quasi Ausfallschritte auf einer Erhöhung. Die habe ich zu Hause gut gemacht an der Bettkante oder Couch. Hm. Und dann haben wir hier, wie gesagt, 3 Einheiten. Zusammengefasst, einfach nochmal, was ist die Veränderung? Ganz kurz nochmal, ich habe es jetzt schon öfters gesagt. Eine Einheit mehr, 4 Einheiten. Durch den Dreier-Split mehr Volumen und höherer Reiz auf die Schwachstellen. Plus einfach auch jetzt Übungen reinbringen, wo dein eigenes Körpergewicht eine Rolle spielt, wie Klimmzüge. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Zudem hast du ja beim Ernährungsplan auch an den Trainingstagen jetzt weniger Kalorien. Das heißt zudem höherer Verbrauch, über die neue Reizsetzung eine Stärkung, also auch stärker werden. Und natürlich dann kommt das mit einher, wenn du deinen Schwachstellen stärkst, dass du auch bei den Grundübungen stärker wirst. Das halten wir jetzt mal im Kopf, diesen Dreier-Split mit 4 Einheiten pro Woche für 10-12 Wochen. Mhm. So, da bleiben wir dran und dann gucken wir mal, was sich verändert. Dann bist du hoffentlich auch bei deinem rübergehenden Zielgewicht von 95 Kilo. Und dann setzen wir im nächsten Video an, gehen die Einheiten durch, erklären die Übungen nochmal, dass auch alle nochmal sehen, wie die perfekten Übungsausführungen sind. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt schon beginnst,
Du hast die Fitnessanleitung, auch da sind alle Übungen noch perfekt erklärt, auch vielleicht für euch, wenn es interessant ist, ein riesen Übungskatalog, wo genau jeder Schritt erklärt wird mit perfekter Ausführung. Auch die Pläne findet ihr dort, die jetzt Finn nochmal ein bisschen individualisiert bekommen hat. Und dann dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Nee. Bist du motiviert, Finn? Ich bin motiviert. Schrei noch mal so richtig. Ich bin motiviert. So wollen wir das sehen. Also, beim nächsten Video gibt es dann die Einheiten. Bleib dran, das wird nochmal spannend. Und ich bin vor allem gespannt, ob deine Kraft auch beim Bankdrücken und bei den anderen Grundübungen gestiegen ist. Wird schwierig sein durchs Home-Training, aber das ist noch so eine Frage, die jetzt bei mir im Hinterkopf ist, wenn wir auf die nächsten Videos blicken.